Zusammen, Salve a tutti. Es ist Mittwochabend, wir haben den 16. November und es ist 17.30 Uhr. Schlusskurs wird gerade gemacht. Vor euch liegt der DAX. Wir versuchen es in einem Satz zusammenzufassen. Der hechelt. Der muss ein bisschen sich mal hinsetzen, einen kleinen Imbiss nehmen, weil das war jetzt doch schon arg viel, was wir hier gemacht haben, wenngleich diese Umsätze, die ich hier beschrieben habe, nicht so besonders toll waren. Er bewegt sich jetzt in einer ziemlich hohen Range, distanziert sich ein wenig vom oberen Band. Wir haben uns heute mal die erste, sagen wir mal, sinnvolle schwarze Kerze. Und ich bin halt der Meinung, der hat sich jede Pause verdient. Ich würde es am liebsten so sehen wie Mercedes. Das ist Mercedes. Ja, das ist also inklusive heute. Und das ist also auch schön, der war am oberen Band, ist sogar auch rausgegangen und hat dann heute mal korrigiert bis zur 200-Tage-Linie und steht kurz vor der 20-Tage-Linie. So, und schaut mal hier auf die Technik da. Das ist alles ein bisschen im Fallen begriffen. Der hat echt sein Soll kurzfristig erfüllt. Anders kann ich das gar nicht sagen. Verglichen eben mit Mercedes. Also hier ist die Technik auch schon sehr, sehr hoch. Fällt leicht ab. Ist noch kein Verkaufssignal. Kein verlässliches Verkaufssignal. Nicht sowas hier oder gar sowas. Ist es nicht. Es ist einfach nur hoch. Na gut, nach 2000, was waren das jetzt, 400 Punkten? Muss die Technik hoch sein, vor allem die Stochastik, die ist völlig überfordert mit solchen Märkten. Wir sind aber auch vom MACD, bekomme ich heute, wenn der Schlusskurs hier so bleibt, und das wird er tun, bekomme ich hier auch schon das erste gute Verkaufssignal. Ja, lang, kurz, kurz. Der ist tatsächlich etwas länger als der. Lang, kurz, kurz. Also von hier aus wird es auch ein bisschen negativ. Er wird also weicher. Der hat jetzt im Moment nicht so viel Vertrauen in so Geschichten wie gestern Abend um 19.30 Uhr, als wir dann also auch schlagartig vor dem Hintergrund dieser wo auch immer hergekommenen Bomben, die dann in Polen gelandet sind, dann, was waren das, 200, 250 Punkte verloren haben innerhalb weniger Minuten. Das zeigt mir auch, wie leer das Buch nach unten ist. Da sind keine Anschlusskäufe da. Deswegen, es reicht eine schlechte Nachricht, um genau sowas, was wir gestern hatten, hier nochmal zu bringen. Was auch immer die Nachricht sein kann. Ich bin überrascht, angenehm überrascht von dem G20-Treffen, von dem Treffen Biden mit Xi. Das hätte ich so nicht gedacht. Das ist also viel mehr, als ich glaube, die ganze Welt erwartet hatte, dass sie sich nicht nur die Hand geben, sondern auch mal ein paar Minuten miteinander reden. Und das war ja wohl auch relativ lang. Sie haben die Welt erstmal nicht schlechter gemacht, sagen wir es mal so. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Ob es dadurch besser wird, weiß ich nicht, aber es wird zumindest mal nicht schlechter. Diese schwarze Kerze veranlasst mich zu sagen, dass wir also doch mal hier einen Rückzug machen sollten, nochmal unter die 14.000. Wir haben am Freitag Kleinverfalltermin, dem messe ich nicht allzu viel bei, vor allem nicht im November. Aber dass wir hier nochmal unter die 14.000 gehen, im Extremfall, das glaube ich aber nicht. Hier so auf diese 13.600, die Verbindung zwischen 200-Tage-Linie und 20-Tage-Linie, aber das glaube ich jetzt erstmal nicht. Das ist dann auch hier, kommt vom Chart her, das ist ein sehr schöner Punkt. Hier ist eine schöne Unterstützung, hier ist jetzt die Unterstützung 200-Tage-Linie und kommt jetzt die Unterstützung von der 20-Tage-Linie. Also ich sehe momentan, der kann noch mal ein bisschen hochgehen, aber ich sehe es jetzt wirklich nicht, dass da viel passiert. Der Mittwoch ist ja der Film, wo ich auch mal in die kürzeren Zeiteinheiten gehe. Von den 4 Stunden her sehe ich gar nichts hier, also nichts Besonderes. Ja, wir sind hier noch leicht negativ über das MACD, noch im Fallen begriffen wird die Stochastik, handeln schon am 20er Gleitner Durchschnitt, aber die eigentlichen Punkte sind die gleichen wie eben im Tageschart. Ja? Vor allem hier sowas mit 13.947. Das sind, die Bänder gehen ein bisschen zusammen, verspricht auch eher Pause. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das eine Flagge ist, eine Bullenflagge. Nö, noch nicht. Aber also von 4 Stunden her kann ich nichts sagen. Und jetzt ist sogar so, dass die Stunde leicht positiv wird. Die Stunde, hier ist sie. Die ist schon komplett abgebaut. Ja, durch diese ganze Phase hier hat er sich komplett abgebaut. Also wenn ich das so sehe und vergleiche den Tag mit 4 Stunden, müsste ich eigentlich davon ausgehen, dass wir kurzfristig durchaus nochmal hochlaufen können in den Bereich 14.300 zu 350. Wenn es heftig läuft, sogar nochmal eine 14.400 und dass er es dann abfällt. Also damit muss ich rechnen. Ich habe keine Puts bisher auf dem DAX gekauft. Ich habe Gold heute mal leicht angefangen. Es sieht ähnlich aus, könnt ihr gerne mal vergleichen. Ich hoffe, dass ich morgen Abend dazu komme, einen Goldfilm zu machen. Nächste Woche ist dann auch wieder Nasdaq dran. Also ich meine, über Sicht von 5 Tagen, 5, 6 Handelstagen, wird der Markt eher ein bisschen runterkommen, wahrscheinlich unter die 14.000. Auf Sicht von 4, 5, 6 Handelstunden, und zwar in der Zeit von 9 Uhr bis, sagen wir mal, 17.36 Uhr, kann er durchaus nochmal hier so einen kleinen Schnapper nach oben machen.
Das halte ich durchaus für möglich. Aber ich möchte es eigentlich hier nicht mehr kaufen. Jetzt momentan nicht. Da ist das falsche Bild drin und hier kommen die Scheine. Ich hatte ja angefangen, zwei Scheine zu nennen. Groß gehebelt, klein gehebelt. Aber der Mittwoch, der aggressivere Film ist, bleibe ich beim Mittwoch bei diesen zwei Scheinen, die also höher gehebelt sind. Ich habe einmal den Call 13.603. Ich gehe mal zurück auf den Tag, da sieht man das besser. Da. Na, wo ist er denn jetzt? Da, 13.603. Damit sind wir hier an der 200-Tage-Linie. Wie gesagt, also es wäre schon schön, wenn er da runtergehen würde, aber das sehe ich jetzt erstmal nicht. Das ist ein 23er Hebel, das ist die GZ3261. Und als Put habe ich einen genommen, der ist ein bisschen weiter weg, bei der 15.000. Das ist die GK0R1V, das ist ein Hebel von 18. Den Call werde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen, wenn wir hier in diesem Bereich sind, also unter der 14.000. Da ist der Hebel deutlich höher, der dürfte dann so zwischen 28 und 30 sein. Aber den Put, da bin ich jetzt schon, ich bin schon echt am Zucken. Ich möchte gerne noch die nächsten 5 Handelsstunden während der offiziellen Börsenzeit abwarten. Und dann hole ich mir so einen, vielleicht sogar einen 14.800er. Also ich denke nach wie vor, er hat sich eine Pause verdient und sollte tendenziell eher mal ein bisschen runterkommen. Ich spiele von hier ab nicht mehr long. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.